Hey ho, Leute, und willkommen zurück zu Let's Play Factory C-Block. Wir brauchen als nächstes. Oh, hier habe ich nicht mehr so wahnsinnig viele von den Dingern. Da kann ich bestimmt noch mal ein paar abziehen. Man sieht, man braucht da nicht sonderlich viele für diese Art von der Produktion. Warum ist diese Basis so gigantisch groß inzwischen? Naja, Playtime, ganz einfach. Hier, wow. Ich nehme einfach mal einen riesen Schwung von denen mit. Dann nehme ich die Sachen hier mit, die Formaldehyd-Sachen, damit ich die mit nach oben nehmen kann. Wir werden nämlich gleich Holz und Sachen brauchen. Die bekommt der hier. Die nehme ich wieder mit. Tue ich schleppe das nach unten. Ja, ich freue mich, wenn ich das nicht mehr automatisch machen muss. Nicht mehr manuell machen muss. Du bekommst mal die hier. Das dürfte dann eine ganze Weile halten. Nein, das ist nicht richtig. Die leeren Barrels. Das kommt stattdessen nach da oben. Okay, Holz kann ich mal mitnehmen. Dann brauche ich nur noch das Resin. Und dann kann ich meine Phenolic Boards bauen. So, Phenolic Boards. Die brauchen, nein, glaube, welche Maschine brauchen die? Okay, ein Assembler. Ein regulärer Assembler geht dafür herzunehmen. Sehr schön. Okay. Das. Der bekommt auch noch einen Input von da, macht einen Output nach hier. Halt, ich will nicht Holzkisten für diesen ganzen Kram hernehmen. Holz ist einfach zu teuer. Da kommt mal das ganze Holz rein. Da kommen die Sachen rein. Powerpole dorthin. Phenolic Boards. Und danach brauche ich nur noch Circuit Boards. Was brauchen Circuit Boards? Copper, Zinn und Ferric Chloride Solution. Kupfer und Zinn. Kupfer und Zinn. Habe ich eine Maschine, die das beides produziert? Das ist Nickel. Yep, Stearatite. Stearatite. Das ist ein bisschen viel. So. Und dann brauche ich mal ganz kurz. Ich nehme jetzt einfach mal Steel Furnaces. Ah, ich hatte sogar noch welche. Na gut. Kupfer und Zinn. Wo bekomme ich jetzt noch die Sachen her? Power für die Dinger. Ja, eine Option ist, dass ich Carbon hier nehme. Die Sachen hier. Und dann kann ich das machen. So. Sehr schön. Zinn und Kupfer brauche ich dann wieder zwei Chests. Die Sachen hier. Das hier. So. Und dann produzieren wir ganz gemütlich Zinn und Kupfer natürlich auch. Das war jetzt einfach die einfachste Variante. Wir produzieren natürlich auch dann jede Menge Slag wieder und Sachen wie Kobalt und so. Aber das können wir dann später uns drum kümmern. Rein theoretisch könnte man die hier auch wieder alle zusammenführen, sortieren und dann in einzelne Kisten sortieren, dass man nicht ganz so viele verschiedene Sachen hat. Dann bräuchte ich auch nur einen Output pro Stück, dann würde ich die einfach alle sortieren, aber naja. Okay. Was brauche ich jetzt sonstiges noch? Phenolic Boards. Die Sachen laufen, brauchen halt noch ein paar andere Sachen. Rise to Ruin hat eben eine Nachricht geschickt. Oh, in der irgendwas. Stimmt, da wollte ich auch mal eine Serie von machen. Kam ich aber nicht dazu, beziehungsweise ich habe dann kam nur zu einer oder so. Okay, ja, die brauchen mehr Eisen, das ist die Sache. Das ist okay. Die Sachen stehen, das ist auch okay. So, Phenolic Boards. Da gibt es sich nur genau eine Möglichkeit, wo ich die Sachen hier hernehmen kann, herstellen kann. Und das ist hier. So. Uses Circuit Board braucht.
braucht auch einfach nur einen Assembler. Das müsste doch der hier zum Beispiel sein. Okay, Assembler. Du erstellst mir Electric Advanced Circuit Boards. Nein, nicht Advanced Circuit Boards. Die brauchen noch ein bisschen Circuit Boards, reguläre Circuit Boards. Das hier. Das brauchen wir sonst noch Kupfer, Zinn und Phenolic Boards. Copper, Tin und Phenolic Boards. Output. Eine weitere Kiste noch. Das hier. Kupfer, Zinn und Phenolic Boards. Das geht sogar relativ günstig. Sehr schön. Weil man braucht halt für die jeweils ein Construction Robot Brain. Die brauchen einen von denen und ein paar Transistoren. Genau, und Transistoren hatte ich, glaube ich, auch irgendwo schon mal. Tor. Warum Construction Robot, Flying Robot Brain, Transistor, Plastik, Silicon Wafer und Tin Copper Wave, Wire. Das sieht ja schon aus, als bräuchten wir nochmal jede Menge coole Sachen. Nicht wahr? Das war jetzt nur, ja, das sind alles so komplizierte Bahnen. Ach, ich brauche aber nicht Construction Robots, ich brauche ja eigentlich Logistics. Logistics Robot. Und die braucht Flying Robot Frame, Electric Engine, Battery, Steel Plate und Electronic Circuit Board. Gar kein Problem. Electronic Circuit Boards, ja, wir produzieren höherwertige. Logistics Brain braucht Circuit Boards. Circuit, Basic Electronic Components haben wir beides und Transistors. Und Tool. Das heißt, das Wichtigste als nächstes ist Transistor. Warum lässt er das? Zeigt er mir das hier nicht an? Habe ich die noch nicht erforscht? Robot. Brain, Transistor, doch. Advanced Electronics. Transistor. Warum steht das nicht in der primären Liste drin? Brain, okay, das ist aber okay. Gut, dann muss ich das mal ganz kurz updaten. Phenolic Boards, Circuit Boards, haben wir alles. Der Nachteil ist, wir haben halt jetzt wieder noch mehr zu tun. Okay, das ist sehr schön, dass wir so ein fast fertiges Dings haben. Aber wie viel Zeugs wir hier geschafft haben in der Zeit. Natürlich im Moment sehr, sehr viele Sachen sind temporär. Ich will da wirklich nicht 87.000 Belts hin und her bewegen im Moment. Das bringt einfach nichts und Trains sind noch nicht so ganz möglich. Okay. Logistics, Robot, Brain. Logistics, Robot, Brain, Brain. Brain. Mit einem Kringel davor. Und dann Transistor. Ja. Transistor. Or.
Und dann die anderen Sachen sind harmlos. Plastik und Silicon Wafer. Plastik und Silicon Wafer. Plastik und Silicon Wafer. Plastik. Silicon Wafer. Ich glaube, man schreibt die so, oder? Oder mit dem anderen? Mit F doch ist richtig. Okay, Plastik braucht Liquid Plastic. Liquid Plastic. Wow, so viel Zeug schon wieder. Ja. Was brauchen wir dann noch? Liquid Plastic braucht Plastik, das wird dann das nächste sein. Und dafür bräuchte er einen Propan, Naphtha und Polyethylen. Polyethylen, genau. Oder Aceton, nein, das kann ich nicht. Formaldehyd und Phenolgas, das braucht dann Plastik 3, das kann ich vergessen. Bioplastics 1, das ist wahrscheinlich die Sache, für die ich gehen werden könnte. Bioplastics 2 kann ich vergessen. Weil theoretisch Plastik 1 brauche ich Propan. Propan kommt aus Naphtha, habe ich nicht. Methanol und Steam. Das Rezept gefällt mir. Methanol haben wir, wenn ich mich nicht täusche. Ja, das haben wir. Sehr schön. Dann brauche ich nur Steam. Dafür brauche ich einfach nur eine Steam. Brauche ich nur ein bisschen Wasser. Aber dafür brauche ich Steam Gas Cracking. Okay. Steam Gas Cracking. Bitte Steam Gas Cracking dann auch erlauben. Brauche ich sonst noch was für Plastik? Liquid Plastic, halt. Dafür brauche ich Plastik 1. Plastik 1, sehr schön. Und dann habe ich gesagt, das produziere ich aus. Halt hier, Propan. Propene Gas. Und das kommt halt. Transistor, das hier, das hier, das hier, das Methanol und Steam. Okay, das ist kein Problem. Die andere Sache ist der Silicon Wafer. Braucht Silicon Processing, habe ich bereits. Silicon Wafer braucht Multisilicon, das braucht Silicon, Ore und Carbon. Das ist wahrscheinlich die erste Sache. Silicon Wafer. So. Ungefähr auf die Variante. Dann will ich natürlich noch ganz kurz meine ganzen Sachen hier platzieren. Ich habe jetzt nicht jeden kleinen Schritt mit drin, aber das ist auch okay. Ansonsten geht mir auch hier auf der kleinen Insel der Platz aus. Puh, Steam Gas Cracking. Was ist, wie immer das Problem ist, wahrscheinlich Eisen. Eisen, Eisen, Eisen. Im Moment brauche ich die anderen Sachen nicht so sehr. Das heißt, ich sollte hier wieder Vollgas auf das gehen. Sag viel von dem anderen Zeugs brauchen wir auch gar nicht. Wir brauchen hier nur genug, dass wir da ein bisschen starten können. Hier nehme ich wieder völlig ein bisschen auf. Wir brauchen bestimmt noch ein bisschen Zeugs. So viel Research brauchen wir natürlich nicht mehr. Ach, jetzt kann ich natürlich wieder meine Robot. Genau das, das und das machen. Und als erstes will ich natürlich Logistics-Robots, ist ja klar, haben. Nimm die hier mal alle mit. Nur nicht, dass mir hier wieder das Zeugs ausgeht.
Das ist nämlich ungünstig. Die anderen Sachen brauchen dann Stahl und so ein bisschen Zeugs. Das kann ich dann gleich machen. Landfills ein paar, das ist nicht schlecht. Hier wird natürlich nichts produziert im Moment, weil die nicht produziert haben oder weil die erst mein Carbon nachproduzieren müssen. Die Sachen hier laufen recht gut. Wir produzieren akzeptable Werte. Warum bin ich jetzt nochmal hier runtergerannt? Ach halt, ich wollte auf der anderen Seite hin. Ich muss schließlich die anderen Materialien holen. Die Sachen hier. Das ist auch so eine Sache, die man dann mit Logistics-Robots automatisieren kann. Einfach von da nach da oben. Hier kann ich auch mal wieder wahrscheinlich 1400 Sand. Schön. Das hat auch die andere Sache, dass ich theoretisch auch die Sachen wieder zurücklenken kann. Oder ich mache das auch mit Robots. Am Anfang mache ich viele Sachen mit Robots und dann werde ich die Sachen umdesignen auf Trains. Nur die Sache mit Trains. Wenn ich das mal so zeige, wie groß da ein einziges Ding ist. Das ist einfach eine T-Intersection. Das kostet mich einfach viel zu viele Materialien, als dass ich das einfach machen könnte. Die andere Sache, die ich natürlich machen könnte und auch sollte, ist langsam anzufangen, die Sachen hier umzuwandeln. Außerdem will ich hier inzwischen auch halt Eisen ist okay, aber ich brauche mehr Stahl. Mach hier mal richtig Vollgas. Danke. Und dann brauche ich ein bisschen Kupfer. Na gut. 8 Stück, glaube ich, zu 1 zu 3 zu einem von denen. Dann brauche ich wahrscheinlich sogar 1 zu 3, 4 von denen. Genau, die andere Möglichkeit ist, dass ich natürlich hier oben die Slag-Sachen rausnehme, aber okay. Die Sachen passen. Vielleicht sollte ich doch einen auf Stereotide lassen, nur für alle Fälle. Du bleibst bei Stereotide. Dass mir die Sachen nicht komplett ausgehen. Wir produzieren zwar auch richtig schön viel Sand immer noch, aber wenn wir jetzt später Bedarf haben, da will ich eine Stahlkiste von den Dingern haben. Das ist auch so dämlich, dass ich hier so komplett außen rumlaufen muss. Der Waterpump brauche ich noch. Die müsste unter dem Bereich schon. Nee, nicht in dem Bereich sein. Da. Gut, die Sachen haben wir alle erledigt. Die baue ich hier nur mal wieder weg. Ich muss nur daran denken, dass ich die Sachen nachher weiter beliefere, bis ich die Sachen vollständig automatisiert habe. Aber gut. Ja, es kann sogar sein, dass wir langsam genug Platz haben, die Sachen. Also, sobald die Produktion hier angeschmissen habe, kann es sein, dass wir anfangen können, mit Zügen auch zu arbeiten. Dann muss ich die nur erforschen und das ist die andere Sache, weil das unglaublich teuer ist auch. Dann muss ich auch schauen, was ich mit dem Residual Zeugs mache. Und dann habe ich Propane und was brauche ich denn für die Sache hier? Okay, gut. Sicherheitscheck, dass ich da nicht irgendwelches Zeugs brauche, das total wahnsinnig ist. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Das hier. Ich werde die Sachen gleich alle als Pipes bauen. Braucht die irgendwas anderes? Ja, die bauen auch nochmal Stone Bricks. So ungefähr. Ich werde wahrscheinlich mehr brauchen. Jetzt komme ich an meine Stone Brick Produktion dran. Ja, perfekt. Okay. Wasser. Auf welche Variante habe ich das da unten gehabt? Das ist das, was mich jetzt gerade interessiert. Okay, das Oxygen ist mit bis 2 nach außen. Das heißt 1, 2, 1,
2, 1, 2, 1, 2 und so weiter. Das ist ja alles nicht kompliziert, aber es muss halt nochmal sein. Und so, klick, 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 klick. Und dann mache ich hier mal ein bisschen Platz und stelle da einfach mal meinen Flare Stack auf. Und dann, der wird einfach hier verbunden. Das wird natürlich richtig Power ziehen auch. Ich hoffe, dass ich nicht zu viel Power ziehe. Aber das ist okay. So. Ups. Die Sachen ungefähr. Dann will ich wahrscheinlich Underground Belts mehr haben und dann noch ein bisschen von denen. Ach so, ich hatte das von unten nach oben gezogen. Das war der Grund, wieso das funktioniert hat. Das kann ich auch noch hier machen. Von unten nach oben. Okay, das funktioniert nicht ganz so schön, wie ich gehofft hatte. Das Ding kann ich hier mal wieder weghauen. Das brauche ich im Moment nicht. Steam Cracking, sehr schön. Ups. Das wäre die nächste Sache, aber die brauche ich jetzt nicht. Okay. Dann muss ich auf drei Dinge aufteilen. Eisen. Eisenplatten, wie immer. Wahrscheinlich auch hierfür. Nee. Gut, Eisen, Stahl, wie auch immer. Das dauert. Das Gute ist ja, dass ich Priorität habe, indem ich hier hinten rausnehme. Was war's? Die hier. Ich brauche einfach mal 10 Splitter, danke. Schwupp, schwupps, perfekt. Plastics wird auch erforscht. Das ist halt der Nachteil, Erforschung kostet so unglaublich viel Eisen und ich habe nicht so wahnsinnig viel davon. 1 zu 3, glaube ich. Dazu hole ich mir mal wieder Blueprint Book. Yellow Belt. Export zu Inventar. 1, ups. 1 zu 3, das ist das hier. Eins, drei habe ich gesagt, das hier. Habe ich schon mal erwähnt, wie nützlich diese Nanobots sind? Die sind zwar nicht sonderlich schnell im Moment, aber trotzdem alles in Ordnung. Okay. Dann habe ich 3 Crusher. Eins, zwei, drei. Eins, zwei und mehr Eisenplatten brauche ich dafür. Drei. Eins, zwei, drei. Rotate, rotate, rotate. Ungefähr, dann brauche ich noch einen von denen, dafür brauche ich auch noch mal Eisen. Wahnsinn, so viel Eisen für jede Kleinigkeit. Aber sobald wir Plastics 1 haben, habe ich glaube ich auch wieder, nein, immer noch lange nicht allen Research, den ich brauche. Halt, das war, was ich machen wollte. Na gut. Das hier, du erstellst mir Land. Sand meine ich natürlich. Okay, einfacher Speed, crushen. Müsste das passen? Ziemlich, bis auf das ich natürlich noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 machen muss. Und dann muss ich die ganzen Dinger noch mit Power versorgen.
ungefähr so. Und dann brauchen die noch Power. Und die hier brauchen noch Power. Und dann kann ich wahrscheinlich das nach hier oben verbinden. Und dann können wir ja schauen, wie viel Energie das jetzt verbraucht. Wow. Die brauchen natürlich richtig, richtig Power. Der Vorteil ist, dann kann, nachdem ich jetzt hier die volle Produktion habe, kann ich natürlich da unten das endgültig entfernen. Die Landfill-Produktion. Und stattdessen diese Sache hier. Ups. Ups. Okay, ich habe das jetzt nochmal grob wiederhergestellt. Ja, das war irgendwie total blöd. Aber auch nicht so schlimm. Jetzt produzieren wir wieder ganz gemütlich Landfill. Und ich habe die anderen dekonstruiert. Übrigens, ich weiß, wo. Also, ich habe das Spin Crash nochmal gehabt. Was ich nicht machen darf, auf gar keinen Fall. Und ich hoffe, ihr erinnert mich dran. Dieser Splitter darf nicht abgebaut werden. Ich weiß nicht warum, aber in dem Moment, wo ich den abbau, crasht mir das ganze System. Das Schöne ist, jetzt dürfen die richtig schön backloggen im Laufe der Zeit. Und dann reduziert sich der Powerbedarf hier. Gut, das hat natürlich jetzt alles wieder eine Ewigkeit gedauert. Das ist zwar nervig, aber da kann ich auch nichts dran ändern. Ja, und jetzt können wir richtig schön Landfill produzieren. Ich werde wahrscheinlich die restlichen Landfills jetzt auch nochmal da reinschmeißen. Habe ich jetzt, was war das nächste? Silicon Wafer. Ach ja, stimmt. Das ist das, was wir beim nächsten Mal machen werden, weil wir haben jetzt doch schon 27 Minuten oder was. Das ist eine richtig schöne Produktionsgeschwindigkeit. So. Okay, wie hoch ist die Produktionsgeschwindigkeit jetzt eigentlich genau? Ich will wissen, Landfill. Ungefähr 30 pro Minute. Naja, die letzte Zeit, dass ich gut weiß. 78 pro Minute ungefähr. Sehr schön. Ups, ich sollte die nicht alle da reinschmeißen. Plastics 1. Und jetzt sollte wahrscheinlich dann Shift T. Nein, das passt. Die Sachen. Ja, jetzt sind es nur noch die drei Sachen. Und ich glaube, dann haben wir auch ziemlich alles, was wir brauchen. Die Sachen. Okay, wir brauchen definitiv das hier und mehr Power. Ansonsten laufen die hier nicht unter vollem Speed. Ja, der läuft unter vollem Speed und der auf etwas weniger vollem Speed. Damit sollten die jetzt alle durchgehend laufen. Jetzt an. Ah, weil die alle auf der gleichen Seite landen. Platzier du mal auf der anderen Seite. Dann platzieren wir einfach die Hälfte auf der einen, die Hälfte auf der anderen Seite und dürfte das nicht mehr ganz so stacken. Ich würde sagen, wissen, leert sich das oder bleibt es konstant? Okay, das passt perfekt. Na gut. Wir produzieren natürlich dann wahrscheinlich jetzt noch mehr Landfills pro Minute. 80 pro Minute. Sehr schön. Na gut. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, viel Spaß, Leute. Bye bye.